Das Leben von der Katze ist irgendwie schon ziemlich gechillt. Die machen irgendwie nichts als fressen, zwischendrin mal ein bisschen draußen im Grün rumlaufen und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und pennen. Eigentlich ein ziemlich geiles Leben, oder? Herzlich willkommen heute zu diesem Video. Ich bin Robert, aka Vedexus. Und wie ihr dem Titel vielleicht schon entnehmen konntet, geht es heute um das Thema, warum fällt es uns eigentlich so schwer, mal nichts zu tun? Einfach mal zu entspannen. Wir Menschen, wir rennen und rennen und rennen, egal in welchem Bereich. Es geht immer um Leistung, Leistung, Leistung und damit nicht genug. Wenn man dann mal Freizeit hat, hat man auch nichts Besseres zu tun, als einfach mal zu gucken, oh, was könnte ich jetzt noch alles machen und überhaupt, und die Zeit muss genutzt werden, ist doch meine Freizeit und dann muss ich produktiv sein. Und wenn man dann hier noch zum Beispiel sowas nebenbei laufen hat, du machst YouTube oder du willst dein Instagram-Feed pushen, dann bist du immer in dem, oh Gott, jetzt ist schon wieder Wochenende, da muss ich schnell raus, mal wieder schön auf die Piste gehen, schön in die Natur gehen, ein paar Bilder schießen oder mit irgendwelchen Models schießen. Und das ist alles schön und gut. Das macht ja auch Spaß, aber es kann halt auch schnell dazu führen, dass man irgendwie ultramäßig gestresst ist und dann neben dem ganzen normalen Stress, den man hat, auch noch so einen Freizeitstress hat. Und das kann sich in so vielen Dingen niederschlagen. Das muss ja jetzt noch nicht mal sowas sein. Das kann ja auch einfach sein, du willst mit Leuten irgendwie rausgehen, du willst feiern gehen, aber eigentlich hast du gar keinen Bock. Eigentlich würdest du gerne mal einen Freitagabend schön gemütlich daheim auf der Couch liegen und nichts tun. Und ich glaube, das fällt vielen von uns schwer. Also gerade wenn man irgendwie in die Creator-Schiene geht, ich merke es immer an mir, mir fällt es ultra schwer, einfach mal abzuschalten und einfach mal nichts zu tun und einfach mal zu sagen, komm, heute legst du mal die Beine hoch und machst guten Gewissens einfach mal gar nichts. Und machst dir einfach mal keine Gedanken über die Arbeit, machst dir mal keine Gedanken über den neuesten YouTube-Video, machst dir mal keine Gedanken darauf, wie du am besten vielleicht deinen Instagram-Channel neu aufstellen kannst, damit er auch gut läuft und das Feed schön aussieht. Hörst einfach mal auf, dir die scheiß Gedanken zu machen und machst einfach mal nichts. Aber da kommt ja dann das Problem. Weil sobald du nichts machst, ich habe das Gefühl, wir sind da heute gar nicht mehr dran gewöhnt. Durch diese komplette Reizüberflutung durch Social Media, du bist ständig online, du bist ständig aktiv, ständig passiert irgendwas, ständig bist du am Handy und immer ist irgendwas Neues und du kannst es nicht mehr aushalten. Du sitzt da und es ist eine Viertelstunde Ruhe und du denkst, what the fuck? Es ist irgendwie erdrückend, es ist irgendwie krass schwer auszuhalten und dann holst du halt doch wieder dein Smartphone raus. Es ist einfach wichtig, dass man sich das mal vor Augen führt, wie krass wir in dieser Welt drin sind, in diesem Internet-Moloch, ja, und wie viel Zeit wir da eigentlich verbringen und wie krass sich das auch auf uns auswirkt, auch wenn wir das gar nicht so richtig wahrnehmen. Unser Hirn ist ständig in so einem krassen Betriebsmodus und kann gar nicht mehr abschalten und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Und das ist einfach nicht gesund. Das ist auf Dauer einfach nicht gesund. Deswegen wäre mal so mein Appell an euch, in der nächsten Woche nehmt euch einfach mal einen Abend oder was und tut mal bewusst einfach gar nichts. Sagen wir mal 5 Minuten, einfach nur 5 Minuten. 5 Minuten einfach irgendwo sitzen, das kann drin sein, das kann draußen sein. Einfach nur sitzen ohne irgendwas anderes, was euch beeinflusst. Also kein Fernseher, kein Handy, keine Musik, kein Radio, gar nichts. Einfach nur nichts. Einfach nur da sitzen. Und dann mal bewusst wahrnehmen, was ihr seht, was ihr hört, was ihr riecht. Und einfach im Hier und Jetzt sein. Und ihr mir dann einfach mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr so wahrgenommen habt, wie das so für euch war. Und ob ihr das auch aushalten konntet. Oder ob es euch total schwer gefallen ist, einfach da zu sitzen und nichts zu machen und keinen Fokus auf irgendwas zu haben. Ich würde sagen, damit die Challenge nicht nur für euch gilt, gilt die auch für mich. Und ich hau am Dienstagabend einfach mal einen Instagram-Livestream raus, wo ich genau das Gleiche mache. Also ich werde mich einfach irgendwo hinsetzen, ich werde 5 Minuten keine Berieselung haben, ich werde halt das Handy laufen haben, aber sonst sitze ich einfach nur da, 5 Minuten lang und guck mal, was passiert. Und werde euch dann genau erzählen, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich gerochen habe. Ja. Und vielleicht können wir dann noch so ein bisschen uns da austauschen.
Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wann es startet. Wie gesagt, Dienstagabend. Die genaue Zeit haue ich dann nochmal auf Twitter raus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns am Dienstag. Macht's gut, Freunde. Habt ein schönes Wochenende noch. Bye, bye.